Almanyalı Türkler artık kültür ve sanata da ağırlığını koyuyor. Sevil Öztürk'ün proje yöneticisi olduğu Kreativ Zentrum EV8 Stuttgart, Büyükşehir Belediye Başkanı Kuhn ve İhlas Medya Holding Avrupa temsilcisi Kenan Kubilay ve iş adamı Halil Selvi tarafından açıldı. Açılış merasiminde kurdelayı Stuttgart Büyükşehir Belediye Başkanı Fritz Kuhn, İhlas Medya Holding Avrupa Genel Müdürü Kenan Kubilay, proje yöneticisi Sevil Öztürk ve iş adamı Halil Selvi kesti. Stuttgart Belediye Başkanı Fritz Kuhn yaptığı konuşmada projenin önemine vurgu yaptı. Wir haben insgesamt Mangel an Flächen für Kultur in Stuttgart und wir können den Mangel etwas ausgleichen, wenn wir Zwischennutzungen machen, aber das Wort Zwischennutzungen muss man im Wortsinn verstehen und nicht so nach dem Gefühl, wenn der Fußball türisch, dann bleibt es ewig. Das will ich vorne weg sagen, soll nicht die Freude trüben, heute für den Startschuss, aber mir ist es wichtig, dass alle klar wissen, auf welchem Spielfeld gerade gespielt wird, dann lässt sich nämlich leichter spielen und mit viel mehr Freude. İhlas Medya Holding Avrupa Genel Müdürü Kenan Kubilay, bu tür projelerin sayısının artmasının uyum açısından da önemli olduğuna işaret etti. Der Begriff Integration ist vom lateinischen Integratio übersetzt Erneuerung abgeleitet. Das, was wir heute hier erleben, ist Erneuerung. Erneuerung für uns alle. Diese Erneuerung sollte nicht nur in baulicher Art, sondern diese Erneuerung sollte auch im geistigen Sinne stattfinden. Mit der Erteilung der notwendigen Genehmigung und Unterstützung dieses Projekts EB8 Stuttgart hat die Stadt, der Herr Oberbürgermeister und alle zuständigen Ämter vorbildlich gehandelt. Sie haben Mut zur Erneuerung gezeigt. Ich möchte Ihnen für Ihre gelungene Integration gratulieren. Sie sind integriert. Proje yöneticisi Sevil Öztürk projeyle ilgili bilgi verdi. Bewusst habe ich mich für die Strategie, es nicht kompliziert zu machen, entschieden. Kunst und Kultur als Sprache für dieses Projekt. Dafür steht nun dieses Zentrum. Integration hat nicht nur mit Herkunft und Nationalität zu tun. Es ist vielmehr ein zentraler Punkt in unser aller Leben. Kunst und Kultur verbindet unkompliziert ganze Welten miteinander. Künstler, Musiker, Kreativschaffende, Menschen mit Behinderung, religiöse Einrichtungen und viele mehr. Es spielt nämlich keine Rolle. Dies ist die Kernbotschaft.